Servus Freunde, Franco hier mit einem Video über eine mögliche Zwergenkomposition. Und falls auch ihr den Inhalt dieses Kanals feiert, wäre es echt cool, wenn ihr in euer nächstgelegenes Weizenfeld den Namen Franco TV in Form von Kornkreisen verewigen könntet. Denn damit würdet ihr echt dabei helfen, die gute Nachricht dieses Kanals zu verbreiten. Und wie gesagt, schauen wir uns heute mal wie versprochen, ich hatte ja vor ein paar Tagen schon mal versprochen, dass ich euch eine lustige Armee zeige, die man mit den Zwergen machen kann. Und zwar basiert das Ganze darauf, dass man jetzt nicht irgendwie eine Armee baut, die den Gegner irgendwie in ewig langgezogenen Gefechten niedergrindet, sondern die Idee hinter den Builds, die ich euch jetzt zeigen will, ist einfach, dass man so fast ausschließlich Fernkampfeinheiten dabei hat und den Gegner einfach mit so perversem Burst-Damage auf, ich sag mal, wichtige Schlüsselziele explosionsartig niederballert. Also, die Grundidee ist einfach, dass ihr eine Menge Bergwerker mit Sprengladungen dabei habt. Das ist relativ wichtig, weil die Sprengladungen gut Schaden machen können. Und die wichtig sind für diesen explosionsartigen Schadensoutput, den ihr braucht, damit so eine Armee hier funktionieren kann. Also in dem Fall habe ich jetzt vier von den Typen in der Frontlinie und dahinter nochmal zwei. Die lasse ich einfach nur so stehen und lasse ihre Sprengladungen werfen. Und die dienen einfach nur dafür, die Sprengladungen zu werfen und als kleiner, ja, Roadblock, sag ich mal, oder so Stopper, damit die Einheit, die gegnerischen Infanterieeinheiten nicht sofort an den Fernkämpfern dran sind, die wir haben. Nämlich den vier Grenzläufern hier. Eine davon, die das Regiment, das legendäre Regiment, nee, ist diesmal nicht dabei. Da wir jetzt in dem Match hier gegen die Dunkelelfen spielen, habe ich die Grenzläufer dabei. Einfach um den Rüstungssüchtigen den Schaden zu haben, den ihr braucht, um die Henker von Harganeth fertig machen zu können in der Frontlinie. Und das Ganze ist, wie ihr seht hier, wenn wir mal uns die Feuerbögen anschauen, eine einzige abgezirkelte Todeszone sozusagen. Wir haben hier den Feuerradius der Sprengwerker hier. Und dann noch danach diese etwas länger Reichweite, also diese Einheiten mit etwas größerer Reichweite, die Grenzläufer mit den Wurfäxten. Und hier nochmal drei Einheiten Bugmanns Kumpane mit ihrem ziemlich hohen Schadensoutput von 25 Geschossschaden, ist schon ganz gut. Dann haben wir hier noch eine Einheit Eisendrachen, die hier gerade ihren Kumpels hier in den Rücken ballert. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn das passiert. Aber es ist okay, weil mein Gegner hier mit seinem Drachen in unserer auf unserem General landet, der wollte hier unbedingt den General snipen. Okay, also das ist auf jeden Fall die Grundidee, einfach eine Menge Fernkampf haben. Noch ein paar hier Slayer am Start, um Leute davon abzuhalten, hier reinzukommen. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich oft. Und unser Gegner hat eine relativ komische Armee dabei hier. Ich zeige euch dann aber auch noch eine Schlacht. Hier so einen schwarzen Drachen, mit dem er hier einfach völlig ohne Unterstützung landet und versucht, unseren General zu snipen. Dann hat er eine Menge Fernkampf dabei mit diesen Korsaren und auch diesen Dunkeldornen. Und dann hat die Hexenkriegerinnen. Was mit ihr hat, weiß ich überhaupt nicht. Morathi hat er dabei zu Fuß. Auch nicht so toll gegen die Zwerge jetzt unbedingt. Weiß nicht, also Morathi hat man ja wegen ihrer Magie und ihrem Anti-Large-Bonus. Und Zwerge haben weder große Einheiten noch sind sie anfällig gegen Magie. Also würde ich jetzt Morathi nicht unbedingt bringen. Und hatte hier noch Düsterschwerter, also anscheinend ein relativ unerfahrener Gegner, aber ich will mal, dass ihr darauf achtet, wie viel Schaden die Schlüsseleinheiten, die hier nach vorne kommen, wie viel Schaden nehmen. Ihr seht, der Drache ist jetzt schon hinüber, durch das konzentrierte Feuer von den rüstungssüchtigen Einheiten hier hinten. Unser Gegner kommt jetzt hier in einem einzigen riesigen Block rein, ich zeige euch danach noch eine Schlacht, also nicht, dass ihr denkt, ich teste das hier nur gegen so Neulinge. Guckt mal an, wie viel Schaden die Einheiten hier nehmen, die mein Gegner hier gegen mich schickt. Wir schicken hier natürlich jetzt, nachdem er hier in den Block reinkommt, unsere Bergwerker von hier drüben nochmal rüber, damit sie von der Flanke her
von der Flanke her Granaten werfen können, die Sprengladungen werfen können. Und sein Drache ist ausgeschalten, seine Reiter sind ausgeschalten. Seine. Eigentlich ist jetzt halt mittlerweile gar nicht mehr so viel von seiner Armee übrig. Wir werden jetzt halt in kurzer Zeit auch noch unser Fernkampffeuer der Bogenschützen hier hinten, der Bugmannskumpane, auf die Repetierarmbrüste hier drüben noch lenken, weil die sind momentan noch die größte Gefahr für unsere Armee. Zusammen mit den Wägen hier drüben, aber hier vorne, da hat er eigentlich schon den Nahkampf so gut wie verloren. Ihr seht schon, auch wenn er hier gegen so schwache Einheiten wie die Bergwerker kämpft, fliehen die trotzdem nicht, weil die gegnerischen Dunkelelfen so viel Schaden durch den Fernkampf nehmen, dass diese Bergwerke hier nur als verliert leicht gelten oder verliert, und deswegen ist ihre Moral noch relativ weit oben. Und ja, okay, also ihr seht schon, das war jetzt relativ flott. Und darum ging es eben, das will ich euch eben zeigen, dass diese Art von Bild funktionieren kann mit den Zwergen, einfach mit so extrem viel Fernkampf, dass ihr den Gegner einfach so wegbolzt sozusagen. Also ihr kommt an und frisst sofort so viel Fernkampffeuer und so viel Schaden, dass seine Einheiten alle fliehen. Und das ist eigentlich was, das kann ganz lustig sein. Hier, das war auch nochmal so eine ähnliche Chose. Das war ein Match, wo mein Gegner mir kaum Zeit gegeben hat, meine Armee zu wählen. Er hatte die Hochelfen. Und ich wollte eben auch wieder ein Video für euch machen. Und deswegen wollte ich diese Armeekomposition nochmal ausprobieren. Und hatte aber kaum Zeit. Und mein Gegner hat sofort eingeloggt. Deswegen habe ich hier so ein bisschen was Einfacheres gemacht. Außerdem wollte ich es mal probieren, ob das funktioniert, wenn man einfach nur ganz viele von diesen Armbrusteinheiten hat. Also auch hier wieder das gleiche Spiel. Ihr habt eine Menge Bergwerke mit Sprengladungen vorne dran. Da können auch teilweise welche dabei sein ohne Sprengladungen. Aber ihr solltet die schon haben hier in der Frontlinie, die Sprengladungen. Das hilft auf jeden Fall sehr, da diesen Burst Damage hinzukriegen. Und danach noch diese beiden Reihen Bogenschützen. In dem Fall war es jetzt schon ein bisschen cheese fast, weil ich hier 6 Einheiten, 5 Einheiten Pokémons Kumpane und dann nochmal 4 Einheiten von diesen normalen Rangern habe. Aber wie gesagt, ich habe das auch meinem Gegner im Chat geschrieben. Das ist halt das, was passiert, wenn man seinem Gegner nicht mal ein bisschen Zeit gibt, um seine Armee zu machen. Und er ist auch nicht so erfahren anscheinend. Ich weiß nicht, was er sich auch jetzt hier denkt. Er hat auf jeden Fall eine sehr elitäre Armee aus Silberhelmen hier dabei. Ihr könnt ja auch mal gucken. Die Silberhelme charten jetzt hier in die Miners rein, machen relativ, naja, geht so, der Schaden hält sich in Grenzen. Die werden natürlich jetzt fokussiert, und jetzt achtet mal darauf, wie viel Schaden die in wie viel Zeit nehmen. Da könnt ihr so eine Einheit Kavallerie einfach wegschmelzen. Hier, die sind schon fast weg. Und er landet jetzt hier vorne noch mit seinen Phönixen. Unsere Frontlinie, die sind dann das nächste Prioritätsziel. Ich habe bei dem Bild auch immer noch ganz gern eine Einheit Kavallerie dabei. Artillerie dabei. Einfach vor allem diesen Gopo-Werfer, einfach wegen dem seiner Fähigkeit, die Moral der Gegner zu senken. Das ist auch sehr wichtig dabei. Weil ihr könnt halt keinen langgezogenen Nahkampf mit der Armee hier gewinnen. Deswegen seid ihr darauf angewiesen, Einheiten, die euch angreifen, sofort in die Flucht zu schlagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euer Feuer von den Fernkämpfern fokussiert und wirklich dahin lenkt, wo ihr es haben wollt. Und wenn der Goppo-Werfer dann noch in so einen Kampf wie hier zum Beispiel reinfeuert und seinen Moral-Debuff auf die Einheiten hier wirkt, dann fliehen die einfach schneller, und das ist eben genau das, was ihr wollt. Ihr wollt, dass die sofort wieder fliehen, sobald sie an euch dran sind. Soweit es irgendwie möglich ist. Und hier auf der anderen Seite kommt jetzt mit noch mehr Kavallerie rein. Wir haben hier allerdings noch zum Glück unsere Slayer an den Flanken. Und wir sehen, wie ihr seht, können unsere Fernkämpfer hier ohne Probleme feuern. Und mein Gegner macht da einen relativ schlechten Job auch, uns hier zu bedrohen, vor allem unsere Fernkämpfer, die sind hier noch ziemlich ohne Gefahr, können einfach ohne Gefahr weiterfeuern. Wir haben hier noch eine Einheit Bergwerker ohne Sprengladungen, einfach nur um eine Einheit zu haben, die hinten ist.
und von da aus dann eingreifen kann, wenn sie irgendwo gebraucht wird und Gegner aufhalten kann. Und was ich auch interessant fand war, wenn ihr mal guckt hier, die diese Einheit Phönixgarde mit ihrer 100 Rüstung, selbst die nehmen so üblen Schaden von diesem konzentrierten Fernkampffeuer und der Artillerie, dass die wirklich innerhalb von kürzester Zeit hier zum Schlachtfeld geschickt werden. Schaut euch das mal an. Ich meine, wenn ihr so eine Einheit einfach mit so vier Einheiten Fernkampfbogenschützen fokussiert und auch noch mit so starken Einheiten wie den Bugmanns Kumpanen, dann da könnt ihr schon ganz gute Ergebnisse damit erzielen. Auch die Phönixe hier, die werden natürlich jetzt halt alle einer nach dem anderen aus dem Himmel gepickt. Der, wenn ich mich richtig erinnere, dann kriegen wir hier von dem Phönix noch mal ein bisschen was zu sehen. Was ich übrigens eine sehr coole Effekt oder Fähigkeit finde, die die Macher von dem Spiel hier eingebaut haben. Dass die Phönixe wieder auferstehen können, wie jetzt gerade passiert ist. Viele Leute hassen das ja und die nervt das voll. Kann ich auch teilweise verstehen. Mich hat das auch schon teilweise echt angenervt. Aber es gehört einfach dazu bei einem Phönix. Also kann man einfach nicht weglassen, finde ich, dass die wieder auferstehen können. Und ansonsten hat er jetzt hier nur noch Kügeln üblich im Grunde genommen. Hier noch eine Einheit Bogenschützen im Wald, die werden natürlich auch keine Chance haben. Und Tyrion, da müsst ihr immer aufpassen, der Junge ist einfach so resistent, der hat einfach so mördermäßige Stats, dass so eine Situation wie hier ganz oft eintritt, dass er alleine noch dasteht und ihr mit einem riesigen Blob Infanterie um ihn rumsteht und ihr auf ihn einprügelt. Da würde ich euch dann aber empfehlen, zieht euch da zurück. Blockt nicht so sehr um Tyrion. Was mein Tipp an euch ist, umstellt ihn mit einer Einheit, am besten mit einer sehr schwer gepanzerten elitären Einheit und ein paar Heldeneinheiten. In dem Fall war es die Einheit, die dann noch am nächsten rankommt, die Miners hier, also die Bergwerke mit ihrer 80 Rüstung. Einfach nur deswegen, weil erstens mal Tyrion nicht so die besten rüstungsbefähigenden Werte hat. Und weil er eben diese Sonnenklinge hat, die jetzt mein Gegner in dem Fall gar nicht dabei hatte. Aber er hat diesen Atemzauber, mit dem er diesen Feuerkonus da herbeibeschwören kann. Und wenn ihr da dann irgendwie zum Beispiel 20 Einheiten Speerträger um ihn rumstehen habt, dann kann er mit dieser Feuerattacke euch richtig fertig machen. Deswegen umstellt ihn einfach mit einer schwer gepanzerten Einheit und ein paar Nahkampfhelden am besten. In so einer Situation wie da kann er euch mit diesem Feuerangriff nicht so viel Schaden machen. Und er selber nimmt relativ viel Schaden dadurch, dass eben diese einzelnen Modelle, die Helden, noch dabei sind. Und jawohl, also das war dann das nächste Beispiel für diese Armee. Wie gesagt, ich habe mit der im Warhammer 1 noch mehr Erfolge gehabt, weil man da noch besser die Musketen einbauen konnte, weil die Musketen da auch noch, also mit den Musketen konntet ihr damals noch ganz gut Ziele angreifen, wie zum Beispiel Kavallerie oder so, oder auch andere Infanterie. Die hatten da nicht diesen Bug, dass sie immer auf den Gegner zulaufen. Und das geht natürlich jetzt halt mittlerweile, jetzt momentan nicht mehr leider. Deswegen nehme ich jetzt halt lieber die Grenzläufer mit ihren Wurfäxten. Oh, verdammt. Das war falsche Replay. Weil die einfach diesen gebogenen Feuerbogen haben und dadurch über eure Infanterie drüber schmeißen können. Ich habe es auch nochmal mit Musketen probiert jetzt hier im zweiten Teil. Aber würde ich euch nicht empfehlen, ihr müsst ihr einfach so viel babysitten und euch darum kümmern, dass die nicht so verbuggt in den Gegner reinlaufen, dass ihr da mehr Probleme habt als Nutzen. Und jetzt da wollte ich euch aber nochmal ein Match zeigen, wo ich gegen den Spieler gezockt habe, der wahrscheinlich nicht ganz unerfahren war, einfach aufgrund seiner Armee hier ist eigentlich relativ cool, finde ich ganz gut. Und ich habe diesmal auch nicht so übelst gecheased. Ich habe so ein bisschen eine ausgefeiltere Armee dabei. Also im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Wir haben wieder die Miners hier vorne mit ihren Granaten. Dahinter die Grenzläufer.
Haben aber diesmal noch diese Ulfas-Plünderer dabei, die extrem gut sind. Vor allem für den Bild hier mit ihrer Fähigkeit, diesem von Ulfa gezeichnet, der ja dem Gegner Geschoss abwehren, also der ihn anfälliger gegen Geschosse einfach macht. Und da ihr fast nur Geschosseinheiten habt, um den Schaden zu liefern, den ihr braucht, ist es natürlich super für diese Einheit. Dann haben wir jetzt hier auch nochmal drei Einheiten Bugmanns Kumpane hier hinten dabei. Und Eisendrachen sind super. Liebe Eisendrachen. Wenn man die richtig einsetzen kann, dann können die große Einheiten richtig fertig machen. Einen Gobusch, eine Grollschleuder und wieder zwei Slayer. Ich hatte übrigens die ganze Zeit nur immer diesen normalen Zwergenfürsten dabei, mit allem, also mit gar nichts, bis auf diese Fähigkeit der Banner der verlorenen Städte. Das ist einfach eine super gute Fähigkeit für den Preis, also sehr kosteneffektiv. Finde ich eigentlich einen der besseren Lords der Zwerge. Einfach aus dem Grund, weil er so billig ist und diese 5 Nahkampfangriff und Waffenschaden ist natürlich für Zwerge natürlich super gut. Weil Zwerge natürlich generell eher einen schwächeren, bisschen, naja, nicht so tolle Nahkampfangriff haben. Und das ist dann, wenn ihr so einen Fürsten hier habt, einfach gut, weil ihr dann nochmal mehr Nahkampfangriff in eure Frontlinie reinpulvern könnt. Also sozusagen wie eigentlich kann. Das ist ja eigentlich das gleiche wie vom Prinzip her wie Thorgrim Groll, wie der Thorgrim eben. Nur etwas in abgeschwächterer Form und günstiger. Mein Gegner hat Malekith am Start. Weiß gar nicht, er hat auf jeden Fall den Klingenwind dabei und noch irgendein paar Zauber. Dann hat er Düsterschwert an den Flanken. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Zum Flankieren und damit die Armee ein bisschen mehr zahlenmäßige Stärke hat. Dann hat er hier noch zwei Henker von Haganeth in der Mitte. Die machen so ziemlich alles platt, was die Zwerge ihnen im Nahkampf entgegenwerfen können. Noch mehr Düsterschwert an den Flanken. Die Todeshexe, die dafür da ist, um Gegner, um unsere Truppen durchzubrechen. Und nochmal ein paar Dunkeldornen mit Levels. Die machen jetzt mit den Levels 24 rüstungsrichtigen Schaden. Ist schon ziemlich gefährlich für die Zwerge auf jeden Fall. Und wir richten uns natürlich jetzt erstmal hier an unserem Gegner so ein bisschen aus. Und ich sehe, dass er jetzt mit Malekith hier reinkommt. Deswegen ziehe ich meine Layer in Richtung Katapulte und Fernkämpfer hier, dass er nicht mehr an den Flanken stehen und beschützen, weil da keine Gefahr ist, sondern irgendwo hier und von da aus dann reagieren können. Seine Frontlinieneinheiten, vor allem die Düsterschwerter, nehmen natürlich perversen Schaden von diesen Sprengladungen der Bergwerker. Das ist natürlich gar nicht gesund für so eine leicht gepanzerte Einheit wie die Düsterschwerter. Mit seiner Todeshexe bricht er hier jetzt durch. Allerdings nimmt er da auch ganz gut Schaden. Er landet mit seinen Harpien, die ich ganz vergessen habe zu erwähnen, jetzt auf dem Katapult. Was aber okay ist, wir haben unsere Slayer natürlich am Start. Seine Kavallerie hier allerdings hat er sehr gut gemanagt. Da hat er mich so ein bisschen ausgespielt und meine Slayer umgangen. Und er jetzt hier richtig in eine richtig fiese Position reinkommen für mich. Aber der Vorteil an dem Bild ist ja eben auch, dass ich hier noch drei Einheiten Fernkämpfer habe, obwohl er hier sehr, sehr gut gespielt hat und zwei auf einmal binden konnte. Aber ich habe hier noch drei rumstehen, die eben jetzt auf die Echsen hier feuern können. Und ihr seht schon, wie viel Schaden die jetzt einfach nehmen. Und gerade diese Echsen, die haben halt das Problem, dass sie dann in diese Raserei verfallen und ihr dadurch die Kontrolle über die Einheit verliert. Auch wieder hier. Super gespielt von meinem Gegner auf jeden Fall. Ich habe da auch so ein bisschen blöd gebloppt. Solltet ihr eh vermeiden. Wenn ihr so einen fernkampflastigen Bild habt, dass ihr eure Fernkämpfeinheiten alle auf einem Fleck habt, sondern macht es lieber so, dass ihr die so total verteilt. Weil dadurch habt ihr nur Vorteile. Mir ist das jetzt in dem Fall hier nur passiert, weil ich unbedingt diese Düsterschwerter hier loswerden wollte. Die Dunkeldornen, meine ich. Und deswegen den Angriffsbefehl mit meinen Bugmanns Kumpanen hier. Einfach, ich habe die Bugmanns Kumpane angewählt. Ups. Und hab dann den Angriffsbefehl hier draufgegeben auf die Dunkeldorn und dadurch haben die so geploppt. Sollte man auf jeden Fall vermeiden. Aber hier auf der anderen Seite kämpfen unsere Slayer jetzt hat mittlerweile gegen Malekith. Er ist jetzt nämlich gelandet. Unsere Eisendrachen haben ein bisschen Schaden genommen von der Todeshexe hier. Die jetzt allerdings jetzt auch von den Slayern hier
also praktisch die Slayer haben ihre Quallen an sie bekommen und die Trollhammer-Torpedos, ihr seht schon, wie viel Schaden die machen können. Gerade an so Einheiten wie der Todeshexe. Selbst wenn ihr nur noch 9 Stück von denen habt, die können so üblen Schaden machen. Das ist echt manchmal ziemlich faszinierend. Und jetzt hat noch Malekith hier, der wird jetzt auch noch aufs Korn genommen. Seine Infanterie ist jetzt mittlerweile auf der Flucht. Und das ist, ihr seht schon immer, also normalerweise spielen sich Zwerge ja eher so, dass das Match mindestens eine Viertelstunde dauert und der Gegner niedergegrindet wird. Aber ich spiele Zwerge auch echt gern mal so, weil es einfach mir selber auch mehr Spaß macht. Ihr könnt natürlich noch, ihr müsst jetzt nicht genau das genauso machen, wie ich jetzt hier gemacht habe. Ihr könnt auch noch zum Beispiel Gyrokopter in euren Bild aufnehmen oder noch mehr Katapulte oder was auch immer. Was halt nur wichtig ist, dass ihr diese Bergwerker mit Sprengladungen am Start habt und irgendwelche Fernkämpfer, die euch den Infanteriekampf gewinnen können, indem sie einfach da reinfeuern. Ansonsten könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr wollt. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass man wirklich erstaunlich viel Geld in die Fernkämpfe investieren muss. Deswegen hatte ich jetzt hier immer nur diesen billigen Fürsten dabei. Ich hatte auch mal nochmal probiert, mit so diesen Teinen zu arbeiten, mit ihrem Schwert der Pein. Aber da habe ich gemerkt, irgendwie, es funktioniert schon, aber das hier funktioniert ein bisschen besser, wenn ihr mehr Geld in die Fernkämpfe investiert, statt in Helden. Weil es anscheinend von der Balance her besser funktioniert. Könnt ihr auch nochmal mir dann schreiben, ob ihr da vielleicht irgendwie Erfahrungen gesammelt habt oder so. Würde mich echt interessieren. Oder ob ihr es hingekriegt habt, die Musketen zum Laufen zu bringen. Oder vielleicht einfach auch das gleiche hier macht wie ich hier, nur mit ganz vielen Eisensachen oder so. Das wäre zum Beispiel auch eine coole Idee. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.